Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Rise of the Tomb Raider. Ja, wir müssen jetzt die Angreifer abwehren. Wenn wer die letzte Folge gesehen hat, weiß auch warum. Also guckt die letzte Folge. So, hier wieder ein bisschen Öl. Können wir auch wieder Brandpfeile herstellen. Konnten wir sowieso. Aber jetzt können wir noch mehr machen. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier! Holy shit! Wie hat er mich gesehen? Ach du Scheiße! Alter! Ich glaube, ich kann auch gut hier die hier benutzen mal eben. Okay. Och nö. Och nö. Okay, die sind immer sehr beschissen. Okay. Mein Plünder. Los jetzt! Nein! Weg hier! Du Affe! Haben Sichtkontakt zum Ziel, ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel! Nehmen wir an. T4, beim Anführer sammeln! Wir kümmern uns darum! Okay. Es kommen immer mehr zu mir. Ich kann, glaube ich, die Waffe doch nehmen. Verdammt! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle Angriffe. Werfe eine Granate. Ah! Holy shit, da hat sie nochmal Glück. Muss ich nicht. Oh shit. Okay. Ich will jetzt erstmal welche Löcher am wenigsten hier. Oh shit. Besiedelt sind. So, die wissen jetzt, dass ich hier vorne bin. Oder hier vorne war. Mein Glück heißt, ich muss vorsichtig vorgehen. Ich habe hier nichts. Sie ist flankiert. Holy shit. Alter, sind das viele. Alter Falter. Man kann mich hier unter Wasser heilen. Der kann nicht. Ich kann schießen. Lass sie zu dir kommen. Nee, ich will lieber, dass ich zu denen komme. Nicht, dass sie zu mir kommen. Ein Dreck, ey. Okay. Okay. Das wird super schwer. Weg aus die Löcher hier. Einfach mal reinballern. Nein! Ich wollte ins Wasser springen. Ach shit, ich wollte eigentlich nur mal reinballern. Was ist passiert? Oder warte, was ist, wenn ich Explosions... Munition benutze. Explosionsmunition gegen uns bringen. Mein Glück heißt, ich muss vorsichtig vorgehen.
Okay, das war doof. Das war not so good. Da muss ich die Schrotflinte nehmen. Boah, shit. Wie soll man das denn am besten lösen? Ohne Mist. Wie soll man das denn am besten lösen? Das ist verdammt schwer, wie ich finde. Wir sind jetzt abgelenkt. Ich gehe jetzt mal zur anderen Seite. Nein, kannst du nicht. Doch, kann er wohl. Okay, runter, runter, schnell runter. Schnell runter, schnell runter. So. Gut, gut, gut. So, einen habe ich jetzt noch getötet. So, und runter, und runter. So, viele sind das, glaube ich, gar nicht mehr. Wir hoffen, dass es nicht mehr viele sind. Sagen wir es mal so. Oh, shit. Oh, shit. Die haben ja alle dahin geguckt. Okay, das sind doch noch mehr, als ich dachte. Da gehe ich nicht hoch. So, es werden aber immer weniger. Es werden weniger. Es werden echt weniger. Okay, das war vielleicht nicht so gut. Der letzte. Warte. Das war der letzte von ihnen. Finally. Ich muss zurück zu Jonah. Erstmal will ich die alle looten hier. Tut mir leid, aber. Nein! Shit. Das wäre mega gut gewesen, wenn ich die alle gelootet hätte. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara, hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe... Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn.
behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Okay, dann wollen wir mal. Okay, liebe Jacob, ist unsterblich. Und wir müssen jetzt lieben Trinity-Spastis aufhalten, zur göttlichen Quelle zu kommen, zu lang, dass sie da nicht hingelangen. Okay, ist Aureri. Ist Aureri? Ist Aureri? Ach, keine Ahnung. Oh, so. Nein, das soll ich nicht benutzen. Die soll ich lieber benutzen. So, hopp. Ah, shit. Da unten sehe ich es gerade funkeln. Komm, da gehe ich jetzt nicht hin. Es ist mir egal. Ich muss es nicht benutzen. So, Moment, ich kann hier. Ich kann es hier hinfeuern. Hier hinfeuern. Hier feuern, warte mal. Ach ja, dort muss ich. So, zack. Zack. Muss ich rüberspringen, wa? Ja. So. Hier haben wir auch gleich ein schönes Lagerfeuer. Moment. Ah, das kann ich nicht einsammeln. Okay, habe ich denn alles durch? Bevor ich das jetzt nämlich so liegen lasse. Feuer habe ich durch. Ja. Habe ich alles. Okay. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh.
Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Okay, ich habe jetzt erstmal eben die Pistole geskillt. Wollte ich noch mal machen? So. Inventar. Ich möchte eigentlich wohl hier ein bisschen aufrüsten, aber ich brauche dafür immer Fell und so. Ich glaube, ich muss mal irgendwo noch Felljagd gehen. Oder sowas. Okay. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht die längste Folge, oder? 14 Minuten ist das. Jetzt lang. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's dann von mir, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.